Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute zu Ihnen sprechen zu können, und ich verspreche Ihnen, ich erzähle Ihnen nichts über Glaubensfragen, das überlasse ich den Kollegen. Sie wissen, Klimawandel ist eine Ersatzreligion geworden, und ich erzähle Ihnen nur etwas über meine eigenen Ergebnisse, nämlich nur das, was ich auch beweisen kann. Zu mir selber: ich war jahrzehntelang Professor für Meteorologie und Klimatologie und Direktor des entsprechenden Instituts an der Freien Universität Berlin, bin seit ein paar Jahren im Ruhestand, habe also auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen. Ich sage immer, über mir ist nur der liebe Gott und meine Frau. Und da beide nichts gegen meine Thesen haben, nebenbei auch mein Dackel nicht, werde ich Ihnen also etwas über meine Untersuchungen erzählen. Mit der Bundesbahn hat es heute sehr gut geklappt, das ist nicht immer so. Ich hatte vor einiger Zeit einen Vortrag in Friedrichshafen, und in Stuttgart hatten wir natürlich den Anschlusszug verpasst, und als ich dann in Friedrichshafen mit pfeifenden Lungenflügeln am Zeppelinhaus da ankam und an der Tür sagte, Entschuldigung, dass ich so spät bin, meinte der Herr am Einlass, das macht nichts, der Redner ist auch noch nicht da. So, jetzt will ich Ihnen zunächst etwas erzählen. Sie sind ja im Grunde alle Klimaexperten. Die Medien, ob Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen, hauen Ihnen ja das Klimathema nur so um die Ohren. Und dabei gibt es auch viele Dinge, die schlichtweg falsch sind. Das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist die These der globalen der Abschmelzung. Das Theater um den Himalaya-Gletscher, das haben Sie ja mitgekriegt, wo 2035 schon kein Eis mehr vorhanden sein soll, und dann stellte sich heraus, das ist ein Druckfehler und eine ganz unseriöse Quelle, das musste nämlich 2350 heißen, also nicht in 30 Jahren, sondern in einigen Jahrhunderten. Hier nun die Frage, Sie erinnern sich, dass Frau Merkel und Herr Gabriel sich da stolz oben auf dem Grönlandgletscher haben filmen lassen. Wir haben bisher eine Temperaturerhöhung, werden wir gleich noch sehen, von knapp einem Grad. Und dabei soll also jetzt die Gletscherschmelze beginnen. Was Sie hier sehen, das sind die Temperaturen über dem grönländischen Eis, nicht unten an der Küste, da spielen ja die Meeresströmungen eine Rolle, sondern oben auf dem Eis. Und wenn Sie sich, auch wenn das nicht so deutlich zu sehen ist, wenn Sie sich mal die Skala angucken, es beginnt bei Null und geht natürlich über Grönland immer weiter in den Minusbereich, dann stellen wir fest, im Winter haben wir dort eine Temperatur zwischen minus 40 und minus 45 Grad und im Sommer so ungefähr bei minus 15. So, und jetzt haben wir eine globale Erwärmung von 2 Grad. Das heißt, im Winter haben wir dann minus 38 und im Sommer haben wir minus 12. Die Frage ist, physikalisch, sehen Sie, Sie haben die erste Frage schon beantwortet, welcher Gletscher schmilzt, der lacht sich doch nur tot. Nein. Ich habe im Vordiplom meine Studenten immer gefragt, was passiert, wenn die Temperatur um einen Grad ansteigt, physikalisch, richtige Antwort war, dann verschiebt sich die Schneefallgrenze, also Regen in Schnee, um bei einem Grad um 150 Meter nach oben, mehr nicht. Wenn Sie sich jetzt die Alpengletscher angucken, da steigt so allmählich an, 150 ist in der Vertikalen gemeint, das heißt also, wenn die Temperatur steigt, dann ziehen sich die Gletscher von der Zunge zurück. Nicht oben, sie ziehen sich von der Zunge zurück. Und was kommt dabei zum Vorschein? Nachdem der Gletscher nun, das Gletschereis, sich jetzt im Laufe der letzten 100 Jahre zurückgezogen hat, plötzlich kommen Baumstämme zum Vorschein. Der Ötzi kam auch wieder zum Vorschein. Das heißt also, das Eis muss mal viel weiter zurück gewesen sein als gegenwärtig. Denn wie soll die Vegetation unter dem Eis sich entwickelt haben. Wenn der Gletscher also zurückweicht, dann ist das ein ganz gutes Klimazeichen. Oben passiert zunächst mal nichts, zumindest von der normalen Temperaturverhältnissen nicht. Warum aber schmilzt der Gletscher auch in der Höhe?
Und ein Bergführer, den ich im Fernsehen irgendwann gesehen habe, der hat es auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, der Gletscher schwitzt in der Sonne und schmilzt. Die Partien, die im Schatten liegen, schmelzen nämlich nicht. Nur die, die in der Sonne liegen. Das heißt, die Sonneneinstrahlung ist das Kernproblem, nicht die mickrige Temperaturerhöhung von einem Grad. Und was ist passiert? Durch die Industrialisierung ist natürlich der Gletscher über 100, 150 Jahre verschmutzt worden. Es ist eine Staubschicht drüber gekommen, sukzessive. Und das wissen wir alle, ein dunkler Körper absorbiert Sonnenstrahlung viel stärker als ein heller. Der Gletscher hat also sein natürliches Reflexionsvermögen verloren und schwitzt und schmilzt auch in der Höhe. Hat aber überhaupt nichts mit dem globalen Klimawandel zu tun. Das zweite Märchen, was man Ihnen um die Ohren gehauen hat, ist, nachdem wir hier das Orkantief Kyrill hatten, an solche extremen Orkane werden wir uns in Zukunft gewöhnen müssen. Habe ich meinen Studenten im Diplom gefragt, man möge mir doch mal erklären, warum Orkantiefs nicht im Sommer auftreten. Da gibt es mal Orkanböen mit Gewitterfronten, aber es gibt keine Orkantiefs. Die gibt es nur im Winter. Studenten, die einigermaßen die Zyklontheorie verstanden hatten, wussten sofort, Orkantiefs entstehen nur dann, wenn die Polarregion sehr kalt ist. Der Temperaturgegensatz zwischen Azoren, also Subtropen, und der Polarregion muss groß sein. Im Winter beträgt dieser Temperaturgegensatz minus 45 bis minus 50 Grad. Im Sommer minus 20 Grad, also 20, nicht minus, sondern 20 Grad, der Temperaturgegensatz, oder 25. Das heißt, wenn es wärmer wird, werden die Entstehungsbedingungen für Orkantiefs schlechter. Nach der globalen Erwärmungstheorie, Treibhaustheorie, sollen sich doch die Polarregionen doppelt so stark erwärmen wie die Subtropen. Folglich heißt das, es treten weniger Kyrills auf, nicht aber mehr. Das geht physikalisch, meteorologisch überhaupt nicht. Das sind alles Ammenmärchen, die man Ihnen erzählt hat. So, was Sie hier sehen, sind die Eiszeiten. Ich will Ihnen nur ganz kurz zeigen, das ist für die letzten 700.000 Jahre die Klimaentwicklung. Die Klimaentwicklung vor 700.000 Jahren begann also hier. Alles, was nach unten zeigt, das sind die Kaltzeiten, die dann in den Eiszeiten mündeten. Und alles, was nach oben zeigt, das sind die Warmzeiten. Was sehen wir erstmal? Wir hatten einen ständigen Wechsel von Warmzeiten und Eiszeiten. Wir sehen ferner, dass es von einer Warmzeit, das gilt generell, in die nächste Eiszeit recht lange dauerte, aber von einer Eiszeit in die nächste Warmzeit nur wenige tausend Jahre. Das ging also sehr schnell. Die letzte Eiszeit liegt bei uns etwa 10.000, 15.000 Jahre zurück. Das heißt, es hat sich recht rasch das Klima erholt. Der Wechsel, der ständige Klimawechsel, ist also zunächst mal das völlig Normale. Es ist absurd zu glauben, ein stabiles Klima sei das Normale, sondern der natürliche Klimawechsel ist das Normale. Wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, zwischen zwei Eiszeiten oder entsprechend zwei Warmzeiten liegen im Schnitt so ungefähr 100.000 Jahre, 90 bis 100.000 Jahre. Wir sind, sagen wir mal, 20.000 Jahre nach der letzten Eiszeit. Damit meine erste Prognose. In etwa 80.000 Jahren haben wir die nächste Eiszeit. Wir werden sie erleben. Auch nach der Eiszeit hat sich unser Klima permanent gewandelt. Sehen Sie, das ist hier unten, hier unser Raum. Also nach der Eiszeit, nachdem das Eis sich zurückgezogen hat, wir hatten hier Klimabedingungen wie die Tundra von Lappland beispielsweise oder Nordsibirien oder Nordkanada. Solche klimatischen und auch Vegetationsverhältnisse hatten wir. Dann ging es, Sie sehen, hier geschwungen hoch und hier war es zum Beispiel schon mal wärmer, als es heute war. Und dann ging es weiter und wir sind schließlich hier am Ende. Auch das zeigt, Klimawandel ist etwas ganz Natürliches und, das ist jetzt ganz wichtig, es muss also viele Faktoren geben oder zumindest ein paar Hauptfaktoren geben, die unser Klima antreiben, die unser Klima ständig verändern. Die ganze wilde Klimadiskussion, die wir heute führen, begann, als sich einige britische Kollegen daran machten, dass
zunächst sehr, also das Datenmaterial an Klimabeobachtungen zu sammeln und Klimakurven für die globalen Nord- und Südhalbkugel zu entwickeln. Sie sehen, das ist global, das ist Nord- und das Südhalbkugel, alles identisch. Und was wir sehen ist, und das ist das eigentlich Entscheidende, abgesehen von diesen ganz, ganz vielen Zacken, das heißt also, das Klima, wir müssen unterscheiden zwischen der langfristigen Klimaentwicklung und dem, was von Jahr zu Jahr oder von Jahrzehnt zu Jahrzehnt passiert. Jahr zu Jahr, das sind Witterungsanomalien, das hat mit Klima überhaupt nichts zu tun. Und wenn Frau Höhn mir da bei dem DL im NTV sagt, ja, aber die Südhalbkugel hat die höchsten Temperaturen überhaupt, dann kann ich nur sagen, vom Klimasystem hat sie nichts verstanden, denn erstens, was spielt ein Jahr keine Rolle und zweitens hat das überhaupt nichts mit CO2 zu tun, wie wir noch sehen werden. Was sehen wir? Und das ist das Generelle. Wir sehen einen Aufwärtstrend. Und das ist auch unbestritten, das ist die Erwärmung, die sich seit 1850 vollzogen hat. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, wenn ich also solche Erwärmungstendenzen habe, was ist die Ursache? Und nun beginnen sich die Geister zu scheiden. Die Meteorologie hatte meiner Ansicht nach einen Kernfehler gemacht. Sie hat die sogenannte Solarkonstante definiert. Sie hat gesagt, das, was die Sonne ausstrahlt, ist einfach konstant. Und wenn ich das voraussetze, dann muss es ja eine andere Größe geben, die unser Klima verändert hat. Und dann hat man sich überlegt, was ist denn seit 1850, was hat sich da verändert? Die Industrialisierung und der CO2-Ausstoß. Und Sie sehen, wie sich der CO2-Gehalt der Luft von etwa 280 auf 380 ppm, also Einheiten, Parts per Million, erhöht hat. Und Sie sehen, und das ist ganz wichtig, wir kommen da immer darauf zurück, der CO2-Gehalt der Luft nimmt gleichmäßig zu. Er kennt keine Schwankungen groß nach oben oder unten, sondern er nimmt einfach zu. Und dann waren die ersten Klimamodelle, und wenn Sie in einem Klimamodell sagen, die Natur spielt keine Rolle mehr, jetzt macht es der Mensch, jetzt ist es der CO2-Gehalt, dann kriegen Sie alles das raus, was man Ihnen um die Ohren haut. Berechnungen, es gibt Erwärmungen von 2 Grad oder es gibt Erwärmungen von 6 Grad und mal schmelzen die Gletscher und mal schmelzen sie nicht. Und das sagt man Ihnen auch nicht, dass das gar keine Prognosen sind. Die werden nur so getan. Bei einer Prognose kenne ich alle Bedingungen, die eine Auswirkung auf, also Ursache und Wirkung. Ich kenne also alle Ursachen und kann daraus die Wirkung berechnen. Aber wissen Sie, wie viele Chinesen in 30 Jahren mit welchen Autos zum Supermarkt fahren? Das ist doch die Frage, das weiß doch keiner. Das bedeutet, in diese Rechnung gehen eine ganze Menge Annahmen rein. Und je nachdem, wie ich diese Annahmen reingebe, kriege ich das Ergebnis raus. Wenn mir heute ein Banker sagt, ich habe hier eine gute Anlage für Sie, dass Ihr Geld steigt in jedes Jahr um 10%, bin ich in ein paar Jahren vielleicht Millionär. Aber dann kommt die Krise, wie gerade gehabt, und dann sind all diese Rechnungen für die Katz. Und das ist das Problem bei diesen Szenarienrechnungen. Das heißt, es sind gar keine Prognosen, es wird nur so getan, als wären es Prognosen. Szenarien heißt, ich kriege am Ende genau das heraus, was ich vorher reingegeben habe. Mehr nicht. Aber sie werden wie Prognosen gehandelt. Jetzt die Frage ganz kurz, was ist das überhaupt, dieser ominöse Treibhauseffekt, über den nun alle reden? Was wir hier sehen, gestrichelt, soll die Sonnenstrahlung sein. Die Sonnenstrahlung kommt auf den Erdboden, erwärmt die Erdoberfläche. Wissen wir ja, zwischen Tag und Nacht haben wir so ungefähr 10 bis 15 Grad Erwärmung, je nachdem, welche Bewölkung wir haben, ob Sommer oder Winter. Der Erdboden ist nun warm und gibt seinerseits wieder Wärme ab an die Luft, an die Luftschichten darüber. Diese Wärmestrahlung, Infrarotstrahlung, die kommt nun in der Atmosphäre zum einen an Wolken und in diesen Wolken sind Wassertropfen und es sind Eisteilchen drin. Und das sind feste und flüssige Stoffe, bei denen eindeutig ist, dass sie Wärme aufnehmen und diese Wärme auch wieder abstrahlen. Das kennen Sie alle, eine klare Nacht, in der die Wolke fehlt, ist viel kälter als eine
bedeckte Nacht. Meine Mutter hat immer gesagt, bei Vollmond sind die Nächte kalt. Das ist richtig und falsch. Die Nächte sind nicht kalt, weil wir Vollmond haben. Nein, sie sind kalt, weil wir keine Wolken haben. Sonst könnten wir den Vollmond nicht sehen. Das bedeutet, wir haben also immer dann, wenn wir Wolken haben, strahlt, wird die Wärme hier aufgenommen und ein Teil der Wärme geht nach oben natürlich raus und ein Teil geht zurück. Die Frage ist, welchen Anteil an Wärme können nun die Gase aufnehmen? Also, und da kommen die Treibhausgase ins Spiel und insbesondere das verteufelte CO2, aber auch Methan und die Stickstoffoxid und andere sind also Treibhausgase. Und hier wird nun gesagt, behauptet, dass diese Strahlung einen großen Teil von den Gasmolekülen aufgenommen wird und zur Erde zurückkommt. Dadurch kühlt die Erde sich nicht in dem Maße ab, wie sie sich eigentlich abkühlen sollte, und die globale Erwärmung ist perfekt. Soweit die Theorie, die äußerst umstritten ist. So, nun kam Folgendes. Ich las bei einem Kollegen vor Jahrzehnten mal, der sich Gedanken gemacht hatte über die letzte Eiszeit. Und einem Briten. Und der erwähnte in diesem Buch, dass die Sonne während dieser Zeit praktisch keine Sonnenflecken aufgewiesen hat. Also sehr inaktiv war. Was Sie hier sehen, ist vielleicht nicht so gut zu erkennen wegen der Strahler. Das soll also die Sonne sein. Hier sehen Sie etliche dunkle Punkte drauf. Und dann sehen Sie hier einige gewaltige Plasmaeruptionen an der Seite, wo die Sonne also förmlich Energie in den Raum schleudert. Und diese Art Sommersprossen auf der Sonne, das sind die sogenannten Sonnenflecken. Und nun hat man beobachtet, also seit Galilei und Kepler Fernrohre erfunden hatten, wurden die Sonnenflecken, also seit etwa 1600, werden Sonnenflecken beobachtet. Und man weiß inzwischen, oder was weiß man schon lange, diese Sonnenflecken sind in ihrem Kerngebiet etwa 1000 Grad kälter als rundherum. Die Größe dieser Sonnenflecken reicht von der Größe Deutschlands bis zur Größe ganz Europas. Das heißt, das sind also Riesenflächen. Und zu meiner Studienzeit hat man noch gesagt, ja, wenn viele Sonnenflecken da sind und wenn es dann kälter ist auf der Sonne, dann müssten wir ja eigentlich weniger Energie kriegen, dann müsste es kälter sein. Und genau das war ein Trugschluss. Was wir seit den Satellitenbeobachtungen wissen, ist, dass wenn die viele Sonnenflecken da sind, dass dann die Sonne hochaktiv ist, wenn wenig Sonnenflecken da sind, dann ist sie ruhig. Wir sprechen dann von einer ruhigen Sonne und diese ruhige Sonne war also zu Zeiten, das kann doch nicht wahr sein, Entschuldigung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich kriege nie einen Anruf, wirklich. Also. Das ist, kann nicht wahr sein. Das verstecken wir das gleich. Also, wenn die Sonne sehr, sehr aktiv ist, dann produziert sie eben gewaltige, gewaltige Wärmemassen. Im Inneren hat die Sonne eine Temperatur von etwa 15 Millionen Grad. Die transportiert sie nach oben und man weiß inzwischen, dass Magnetfelder in bestimmten Bereichen diesen Wärmetransport zurückdrängen und dadurch entstehen die Sonnenflecken. Das heißt also, jetzt zusammengefasst, die Sonnenflecken ist ein Maß für die Energieproduktion der Sonne. Jetzt hier sehen Sie Sonnenflecken. Stellen Sie sich vor, wir hätten Sommersprossen und die würden von Jahr zu Jahr mal mehr und mal weniger werden. So ähnlich ist das mit den Sonnenflecken. Es sind mal wenige, die sind fast bei Null, dann steigen sie an. Dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch und so weiter. Und Sie sehen hier über die letzten über 100 Jahre, sehen Sie, wie die Sonnenflecken also in einem Zyklus immer so eine Glocke einnehmen. Und das ist das eine. Aber Sie sehen auch andererseits, dass diese Zyklen, dass hier viel weniger Energie offensichtlich von der Sonne produziert wurde als etwa hier. Das bedeutet also,
die Sonne gibt uns über die Sonnenflecken, den Messungen haben wir sonst erst seit ein paar Jahrzehnten, einen Indikator, einen Hinweis darauf, wie sie in der Vergangenheit, wie aktiv sie in der Vergangenheit war. Und Sie sehen gleich eins, wenn Sie hier eine Kurve durchlegen, dann sehen Sie, dass die Sonnenflecken, also dass die Intensität und damit die Zahl der Sonnenflecken, oder ich habe immer die mittlere Zahl in so einem Zyklus gerechnet, dass diese Zahl dort zugenommen hat. So, nehmen wir das nächste. So, und jetzt kommen wir also zur Frage nach der Ursache des Klimawandels, nach diesen Vorbetrachtungen. Hier sehen Sie die gleichen Temperaturdaten, die wir vorhin bei den britischen Kollegen gesehen haben, nur etwas anders dargestellt. Wir haben hier vor 1850, die Temperatur war niedrig und dann stieg die Temperatur allmählich an. Die globale Erwärmung, wie gesagt, die liegt zwischen 0,6 und 0,8 Grad. Wir haben unverkennbar die Temperaturzunahme in den letzten 150 Jahren. Gar keine Frage. Die beiden legen wir gleich mal übereinander. Aber erst das zweite. Ja. So, und was Sie hier sehen, das sind die Sonnenflecken. Die Sonnenflecken, jetzt die mittlere Zahl der Sonnenflecken in diesen einzelnen Zyklen. Dieser Zyklus dauert im Normalfall 11 Jahre. Und das ist die mittlere Zahl jetzt in diesen 11-jährigen Zyklen. Und dann sehen Sie, wie die Sonnenfleckenzahl, wie die Sonnenaktivität in den letzten 150 Jahren zugenommen hat. Und wenn wir jetzt die beiden Folien, nämlich die Temperatur, die globale Temperatur und die Sonnenflecken, die Sonnenaktivität übereinander legen, dann gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass diese beiden Kurven parallel laufen. Also sie müssen nicht identisch sein, die Striche, denn die Sonnenflecken, das sind Zehnerbereiche und die Temperatur ist Zehntelbereiche. Wichtig ist der Anstieg dieses Ganzen. Und wir haben also hier eindeutig einen Zusammenhang zwischen der zunehmenden Sonnenaktivität der letzten 150 Jahre global und dann der globalen Temperatur. So, die globale Reihe ist mit Mühe und Not 150 Jahre lang und der Anfang ist ganz furchtbar, da gab es ja kaum Beobachtungsstationen. Dagegen gibt es sehr gute Beobachtungsstationen in Europa, sowohl hier in Mitteleuropa als auch in Westeuropa, in Zentralengland. Was Sie hier sehen, das ist jetzt die Temperaturentwicklung von Mitteleuropa, also hier unseres Bereiches, seit der kleinen Eiszeit. Das ist die kleine Eiszeit des 17. Jahrhunderts. Dann stieg die Temperatur im 18. Jahrhundert an. Dann kam ein erneuter Einbruch hier im 19. Jahrhundert und dann kam die Erwärmung im 20. Jahrhundert. Und das bedeutet, die globale Reihe zeigt uns die Temperaturverhältnisse ab hier. Sie beginnt also in der lebensfeindlichsten Periode nach der kleinen Eiszeit. Die globale Erwärmung kennt nur die Erwärmung, die sagt nichts darüber hinaus, wie das Klima davor war. Und diese Zeit hier, nämlich um 1850, das war die Zeit, als in Deutschland, in Mitteleuropa, aufgrund der Missernten der klimatischen Verhältnisse, es zu solchen dramatischen Missernten kam, dass die Leute verhungert sind, wirklich verhungert sind, und dass die große Auswanderungswelle in die USA einsetzte. Das bedeutet also, die globale Reihe sagt uns etwas, eine globale Erwärmung von da nach da. Und wenn man sich die Vorgeschichte hier anguckt und die Verhältnisse vor 150 Jahren, auf die sich die globale Reihe stützt, dann muss man sagen, es war eine glückliche Fügung, dass wir aus diesem Eiskeller wieder rausgekommen sind. Ja, nächste. Das sind jetzt ähnlich wie das Bild davor, sind das wieder die Temperaturverhältnisse in Mitteleuropa, nur jetzt bezogen auf die einzelnen Sonnenfleckenzyklen. Also wie warm oder wie war die Temperatur in den einzelnen Sonnenfleckenzyklen. Und das ist also kleine Eiszeit, dann kam der Temperaturanstieg im 18. Jahrhundert, dann kam hier die Abnahme der Temperatur im 19. Jahrhundert und dann kam wieder der Temperaturanstieg. Wir haben es also bei unserem Klima mit einer wellenartigen, einer fast sinusartigen Funktion zu tun. Nehmen wir das nächste und dann legen wir die wieder aufeinander. So, und genau so sieht das jetzt mit den Sonnenflecken aus. Die Sonnenaktivität war also während der kleinen Eiszeit äußerst gering.
Sie stieg dann an im 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, nahm im 19. Jahrhundert wieder ab und stieg wieder an. Und jetzt vielleicht gleich ein Hinweis, wenn wir uns das anschauen, dann haben wir ein Minimum hier und ein Minimum dort, wir haben ein Maximum hier und ein Maximum dort. Und wenn wir uns die Zeit anschauen, dann sind das ungefähr 200 Jahre. Und dieser 200-jährige Zyklus der Sonne wirkt sich jetzt, wie gesehen, können wir wieder drüber legen, auf unser Klima aus, und sodass wir, und dieser Zyklus der Sonnenaktivität heißt bei den Astrophysikern der De Vries-Zyklus. Das ist ein 200-jähriger Zyklus und wir sehen wieder diese Schwingung im 200-jährigen Rhythmus. Das bedeutet, unser Klima ist in den seit der kleinen Eiszeit, und so lange haben wir Beobachtungsdaten, ist also immer gekoppelt an die solare Aktivität gewesen. Das nächste Bild zeigt im Grunde das Gleiche, nur wir sind es doch gewohnt zu sagen, dieser Monat, also jetzt sagen wir mal, der Januar, der war viel kälter als normal und der Februar war viel kälter als normal und vor einem Jahr, der April, war viel wärmer als normal. Das bedeutet, wir haben hier den Durchschnittswert berechnet und dann können wir sehen, wann waren die Temperaturen, wann war es also kälter als normal und wann war es wärmer als normal. Und wir sehen, kleine Eiszeit, natürlich kälter als normal. Das ist die Zeit, als Mozart mit der Postkutsche nach Prag fuhr, da war es fast genauso warm wie heute. Und wir hatten dort, also dann war es übernormal. Dann im 19. Jahrhundert, heißt bei den Astrophysikern Dalton-Minimum, war es wieder kälter als normal und dann wurde es wieder wärmer als normal. Auch hier erkennen wir natürlich, sind die gleichen Daten, diese 200-jährige Schwingung. Das ist die Sonnenaktivität, genau das gleiche Spiel. Wir waren hier unten, es geht hier hoch, es geht diese gleiche Sinuswelle ist da. Und wenn wir die wieder übereinander legen, dann erkennen wir vom Grundsatz her, können wir folgende Aussage machen, immer wenn die Sonne unternormal aktiv war, hatten wir es mit einer Kaltzeit zu tun und immer dann, wenn die Sonne übernormal aktiv war, hatten wir es mit einer Warmzeit zu tun. Und jetzt kommt im Grunde meine Schlussfolgerung daraus, warum aufgrund der solaren Aktivität, das mit der CO2-Effekt, den man ja hier kaum nachweisen kann, und ach so, wenn jemand was von Statistik versteht. Ich habe dann Korrelationen gerechnet zwischen der Sonnenaktivität, also den Zusammenhang berechnet zwischen der Sonnenaktivität und dem Temperaturverhalten, sowohl global als auch hier für unseren Bereich. Das Ergebnis ist, dass die Änderung der Sonnenaktivität rund 70-80% des Temperatur-, des Klimaverhaltens in den letzten Jahrhunderten erklärt. Das bedeutet, für den Treibhauseffekt plus Ozean, müsste ich eigentlich sagen, bleiben maximal 20-30% übrig. Das bedeutet, in unseren Klimamodellen wird der CO2-Effekt hoffnungslos überschätzt. Es ist völlig irrelevant, was dort an CO2 oder Treibhauseffekt angesetzt wird. So, wenn wir das jetzt also uns anschauen, dann heißt das ja, wir hatten also hier im 17. Jahrhundert war es kalt, im 19. Jahrhundert war es kalt, im 18. und im 20. Jahrhundert war es warm, wir haben eine 200-jährige Schwingung und was ist zu erwarten, dass nämlich die Sonnenaktivität nach dieser 200-jährigen Schwingung entweder schon, also ist das jetzt schon der Anfang, oder bald so deutlich zurückgeht, dass die prognostizierte, auf CO2 basierende globale Erwärmung höchst unwahrscheinlich ist, sondern wir eher, das ist meine Schlussfolgerung aus Grund des solaren Verhaltens, wir eher vor einer Abkühlung stehen in diesem Jahrhundert. Ich bin nicht der Einzige, der zu diesem Schluss kommt. Das Hauptobservatorium St. Petersburg kommt ebenfalls zu diesem Ergebnis, erwartet, dass es abwärts geht bis 2050, da wird der Tiefpunkt erreicht, bevor dann nach der Welle es wieder langsam hochgeht. Und zu dem gleichen Ergebnis kommt ein US-amerikanisches astrophysikalisches Institut. Das bedeutet also,
die globale Erwärmung, die allein auf CO2 und den übrigen Treibhausgasen, bloß da redet ja keiner, weil Methan hat etwas mit der Welternährung zu tun, die auf CO2 basiert, ist höchst fragwürdig. Und die Konsequenz ist eben, dass alle Maßnahmen, die da getroffen werden, um CO2 zu speichern oder was auch immer, aus diesem Gesichtspunkt, vor diesem Hintergrund, eine völlige sinnlose Vergeudung von Geld ist. CO2 ist auch kein Giftgas, wie es immer behauptet wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen, wenn Sie sich an den Chemieunterricht erinnern, ob Ihnen noch bewusst ist, dass CO2 im Grunde die Vorläufersubstanz von Sauerstoff ist. Wir sagen alle, wir brauchen Sauerstoff zum Leben, das ist richtig. Aber wer produziert den Sauerstoff? CO2. Die Pflanze, eben. Nämlich die Pflanze nimmt CO2 aus der Luft und H2O aus dem Wasser und produziert dabei Sauerstoff. Das heißt also, die wichtigsten Substanzen sind für unser Leben sind CO2 und H2O. Sauerstoff ist ein Folgeprodukt davon. Also hier nun von Giftgas oder klimaschädlich oder was zu reden, ist also wirklich Schwachsinn hoch 3. Okay, also ich will jetzt nicht mehr noch weiter ausführen, die ganz letzte Folie. Sie haben vielleicht alle von dem Klimaskandal in England gehört, wo die Daten der letzten Jahrzehnte manipuliert worden sind. Ganz offensichtlich. Und ein Karikaturist, weiß nicht, ob Sie es lesen können, sagt, der Klimarat hat offensichtlich griechische Statistiker beschäftigt. Und besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. So, vielleicht eine Schlussbemerkung. Ich bin dafür, der Mensch hat ein Grundrecht auf eine saubere Luft, sauberes Wasser, auf einen sauberen Erdboden. Er hat also ein Grundrecht auf diese drei Dinge. Ein Grundrecht auf ein stabiles Klima gibt es nicht, hat es nie gegeben. Und diese CO2-Stabilisierung auf 2 Grad ist hirnrissig. Ich danke Ihnen.